Wir kommen nun zum feierlichen Höhepunkt des heutigen Abends, zur Verleihung des Ordens Wider den tierischen Ernst. In diesem Jahr geht er an einen Weisen aus dem Schwabenland, einen ebenso meinungsstarken wie liebevollen Landesvater. Schon grün hinter den Ohren startete er seine politische Karriere als roter Rebell. Das Rot verschwand, das Grün, das blieb. Sein positiver Pragmatismus wuchs, wie auch seine Sturheit, sein Fleiß und sein feiner Humor. Das alles macht ihn zu einer Leitfigur für ein neues Politikverständnis und zum ersten und einzigen grünen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann. Die Begründung des Elferrats des AKV lautet wie folgt. Winfried Kretschmann ist so schlagfertig in der Sprache wie bedächtig in der Sache. Er genießt Respekt und Anerkennung weit über die Parteigrenzen hinweg und oft versteht das Volk ihn sogar besser als die eigene Partei. Denn er gilt als grüner Erneuerer und konservativer Bewahrer. Vor allem ist sein Anspruch, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Und das ist nichts anderes als die schwäbische Form von jeder Jeck ist anders. Ich darf jetzt unseren Preisträger zu mir auf die Bühne bitten. Lieber Winfried Kretschmann, bist du bereit? Ein einfaches Ja genügt. Ja. Gut. Dann beginnen wir mit der Zeremonie. Als erstes erhältst du den Orden Wider den tierischen Ernst, ein kostbares Kleinod, das nicht nur bei besonderen Anlässen getragen werden kann. Als zweites die Rittermütze in den Trikolorefarben des AKV, Rot, Gelb und Blau. Als drittes die Ordensregeln, verfasst in einfachem Latein, sollten mindestens einmal am Tag von dir schön angeschaut werden. Und als viertes eine kulinarische Wegzehrung, eine echte Aachener Printe mit deinem Konterfei und natürlich echtes Aachener Flübli. Und damit besitzt du alles, was ein Aachener Ritter von Stand benötigt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, rein in den Käfig, der Saal gehört dir. Ja, hochwürdiger Bürgergesellschaft von Aquegrani, hochmögender Elferrat, edle Ritterschar, liebe Öschernerinnen und Narren, ihr seid jetzt zwar schon Pointen und Witze gesättigt, aber jetzt müsst ihr halt nochmal durch. Ja, hilft nichts. Es ist sowieso ein Wunder, dass ich heute hier sein kann. Meine Partei wollte mich mit pazifistischer Gewalt davon abhalten, den höchsten Orden des tiefsten Westens entgegenzunehmen. Meine PR-Fritzen haben gesagt, ich bekäme die meisten Likes, wenn ich sage, ich nehme diesen Preis nicht an. Und die Fundis haben gewettert, es ist nun mal eine grüne Grundposition, dass wir gegen Käfighaltung sind. Habe ich als Landesvater gesagt, ihr habt es vielleicht noch nicht gemerkt, aber ich bin älter als das Land, als das ich regiere. Ich weiß gar nicht, was Likes sind. Außerdem sage ich als schwäbischer Pfennigfuchser, der Aachener Narrenkäfig
muss sich endlich auch mal amortisieren. Denkt mal an die Großinvestitionen aus den letzten Jahren. Für Friedrich Merz musste der Käfig höher gemacht werden. Für Ottfried Fischer weiter. Für Cem Özdemir musste man nichts ändern. Kritische Türken kennen ja leider den Blick durch die Gitterstäbe. Und für den letzten Ordensritter mussten die Maschen dann von Dezimeter auf Millimeter verkleinert werden. Deshalb habe ich ein Machtwort gesprochen und den Leuten gesagt, den Termin nehme ich wahr. Erstens kriege ich was und zweitens kostet es nichts. Trotzdem, bei einer Sache habe ich mich verrechnet. Denn als ich gehört habe, Gysi hält die Laudatio, da habe ich mir gedacht, okay, wenn der mal angefangen hat zu reden, dann komme ich eh nicht mehr dran. Jetzt ist der Gysi unerwartet schon fertig geworden und ich konnte mir auf dem Weg nur ein paar Stichpunkte machen, nur 72.000. Der Gysi kann natürlich sowas ohne Stichpunkte. Um eine erstklassige Rede zu halten, braucht er nichts weiter als eine Apfelkiste, um sich draufzustellen. Das sollte allerdings 1,50 hoch sein, damit man ihn auch sehen kann. Ich kann mir leisten, so etwas zu sagen, auch wenn meinen Laudator und mich in einigen Punkten Welten trennen, gibt es auch ein paar erstaunliche Gemeinsamkeiten. Gysi und ich wurden vor 70 Jahren geboren, zwar nicht in derselben Zone, aber im selben Jahr. In der Schulzeit wurden wir dann beide zum Besserwisser ausgebildet, hat aber nicht geschadet, es hat es auf unsere Parteien ja nicht abgefärbt. Und auch in der Spätpubertät gab es gewisse Gemeinsamkeiten. Da gerieten wir in den Sog linksextremistischer Kaderschmieden. Er hat es ja schon gesagt, ich wurde Mauerjünger beim KBW, Gysi Russenknecht der SED. Er hat immer gut geschwätzt und stets wenig bewirkt. Bei mir ist es bekanntlich umgekehrt. Trotzdem ist da noch was aus ihm geworden. Ein Löwe der sozialen Gerechtigkeit, sogar ein Löwe im Salon. Lieber Gregor, ich stelle mir deinen Arbeitstag so vor. Du bist um 16 Uhr mit dem Arbeitsfrühstück fertig, wechselst dann in deinen frisch aufgebügelten Brioni-Anzug, schwingst dich in der Trattoria Sinistra am Prenzlauer Berg auf deinen Stammplatz, bestellst Trüffelspaghetti, steckst dir eine Havanna an und diskutierst mit einem Dutzend Flügelapparatschicks über die Anhebung der Hartz-IV-Sätze. Anschließend setzt du dich in eine Talkshow und redest das ganze Publikum besoffen. Bei mir ist ein bisschen anders, nämlich so. Ich verlasse frühestens um 22 Uhr meinen spartanischen Regierungssitz, die Villa Reitzenstein. Steige auf mein Liegerad, nehme den Schwung von der Höhe mit und fahre knapp 100 Kilometer über die Schwäbische Alb in mein Dorf Leitz im oberen Donautal. Dort ziehe ich mir meinen Lieblingspullover an, den mir meine Frau Gerlinde vor 30 Jahren gestrickt hat. Ich setze den Kompost um und gebe meinem Nachbarn Häberle über den Gartenzaun hinweg ein paar Tipps, wie er die Obstbäume schneiden soll.
zwar für einen Normalverständigen völlig unverständliches schwäbisches Kauderwelsch, aber wir beide verstehen es dann. Jetzt sagt ihr vielleicht, viel weiter über als über einen Gartenzaun könnt ihr da unten im Süden auch gar nicht gucken. Stimmt aber nicht. Wir sind schließlich Exportweltmeister. Unsere Fühler reichen bis in so entlegene Orte wie Tabong, Chongqing oder Aachen. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass man sich hier von steinharten Lebkuchen ernährt. Sogar der Öscher Karneval ist mittlerweile ein Exportschlager. Überall auf der Welt übernehmen krakelnde Narren mit abstrusen Perücken die Macht. Ja, in den USA dauert so eine Karnevalssession neuerdings sogar eine ganze Amtsperiode. Nein, liebes Publikum, das mit den Narren nehme ich sofort zurück. Die Trumps, Putins, Erdogans und wie sie alle heißen, sind keine Narren. Narrenmund tut nämlich Wahrheit kund. Außerdem hat ein Narr das Herz am rechten Fleck. Aber ich will gar nicht nur auf Abwesende einschlagen, ich will auch mal über Abwesende öffentlich mich freuen. Zum Beispiel über Emmanuel Macron, den ihr demnächst da den Karlspreis verleiht. Das meine ich jetzt ganz ernst. Macron war im letzten Jahr der Einzige, der sich im Wahlkampf glasklar auf die Seite des vereinten Europa gestellt hat und dafür gekämpft hat. Das hat sich sonst fast keiner getraut. Er aber hat damit gewonnen. Und direkt nach der Wahl hat Macron dann damit begonnen, unserem vereinten Europa wieder einen neuen Geist einzuhauchen, den Geist der Freiheit, der Fairness und des Zusammenhalts. Und ein bisschen von dem, was ihr hier in Aachen Gefühl nennt, Menschlichkeit und Zusammenstehen, gerade auch in schweren Zeiten, und Begeisterungsfähigkeit. Macron zeigt diese Begeisterungsfähigkeit für Europa. Lassen wir uns davon anstecken. Aber leider kommt die öffentliche Schelte ja sehr viel häufiger vor als das öffentliche Lob. So wirft zum Beispiel mancher uns vor, die Grünen wären gar nicht mehr die Grünen. Die Grünen, höre ich dann öfters, sind inzwischen nur noch CDU plus Krötenwanderung. Ich sehe das anders. Wenn mein Dudesfreund Seehofer mit viel Gequake zur Merkel nach Berlin schleicht, das ist für mich CDU plus Krötenwanderung. Ja. Danach kommt das lustige Krötenschlucken. Und Angela Merkel, ihr wisst ja, dass ich als gestandener Katholik für die Frau bete. Aber glaubt mir, mein Rosenkranz ist inzwischen schon total abgegriffen. Ich bete für des Juchtenkäfers Schutz und für Martin Schulz, dass seine Achterbahnfahrt nicht zur bundesdeutschen Geisterbahnfahrt wird. Ich bete für die SPD, dass sie die Opposition nicht mit einer Reha-Klinik verwechselt. Genauso wenig wie die Regierung mit einem Strafbataillon. Nebenbei bemerkt, ich würde als grüner Ministerpräsident nie auf die verrückte Idee kommen, freiwillig meine grüne Basis über meine Politik zu befragen.
später natürlich auch für ganz ernste und wichtige Sachen wie die Stärkung des Föderalismus und für die Torgefährlichkeit von Mario Gomez. Ich bete für die Abschaffung der grünen Doppelspitze und gegen den Feinstaub. Und seit Wochen muss ich auch noch dafür beten, dass sich unsere Volksvertreter nicht nur auf ihr Aussehen konzentrieren, sondern auch auf die Politik. Denn das Aussehen spielt ja eine immer größere Rolle in der Politik. Es heißt, dass man als Politiker neuerdings zwingend so eine Art Coverboy sein muss. Im Vorfeld der Bundestagswahl stürmten junge Mädchen scharenweise die Kinos, um mit geröteten Wangen den neuen Actionfilm zu sehen, Digital First, Bedenken Second, mit Christian Lindner in der Hauptrolle. Der Film wurde ein Hit, aber die Fortsetzung ein Flop. Vielleicht auch wegen des Titels Coalition Impossible oder wegen des Untertitels Partei First, Land Second. Jetzt fragt ihr euch als modebewusstes Publikum, was ich dem halbgaren Gemüse der jungen Politikergeneration optisch eigentlich entgegenzusetzen habe. Womit qualifiziere ich mich zum Coverboy? Richtig, mit meiner eisgrauen, aber jugendlich dichten Haarpracht. Weil meine Haare so auftragen, muss ich mich auch in jedem Auto, selbst in meinem großen hybriden Angeberdienst Mercedes, wie in einer Sardinenbüchse fühlen. Ohne meine Frisur könnte ich auch Italien regieren und mit dem Fiat nach Aachen kommen. An dieser Stelle fällt mir auf, dass morgen die Presse schreiben könnte, Kretschmann spricht wenig über die CDU. In Wahrheit fällt mir nichts Witziges ein. Als dass ich als grüner Ministerpräsident für viele Bürger als Schwarzer gelte, nur weil ich Sachen geregelt kriege. Und dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg die CDU für die Grünen halten, weil die mit ständigen Flügelkämpfen beschäftigt sind. Jedenfalls wurde ich hier heute in Aachen ausgezeichnet. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für diese große Würdigung. Neben dem Froschkuttelorden meiner Narrenzunft, bei der man allerdings für die Auszeichnung nicht mehr machen muss, als 25 Jahre nacheinander Froschkutteln zu fressen, bekomme ich nun hier und heute den bedeutendsten Weltorden des Aachener Karnevalsvereins, Schwäbisch-Alemannische Fasnet, Rheinischer Karneval, sind somit versöhnt auf meiner Brust. Ja, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.